So, da sind wir wieder. Und damit, gut, Moment, dann ist noch keiner da. Ich begrüße trotzdem schon mal alle, oder fast noch keiner da. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grounded. Ich habe einfach wieder Bock gehabt. Tag später und ich musste einfach weiterspielen. Vor allem, nachdem ich irgendwas nachgeschaut habe und dann gesehen habe, wie man einen besseren Bogen macht. Warte mal, wo habe ich das Zeug? Oder habe ich das dabei? Ich habe es nicht dabei. Ich habe einen Haufen gebrutzeltes Zeug. Also ja, stimmt, das habe ich ja auch noch, ne? Da, Fäden. Mal schauen, was habe ich noch nicht analysiert? So habe ich eigentlich alles analysiert. Das fehlt auch noch. Ich kann die Madenhaut rein. Das da auch. Sonst ist nichts mehr. Okay. Achso, ja. Achso, kein Platz mehr. Bestimmt mir mal lauter Zeug geholt, ne? Hä? Robuste Quarzitschärfe, spröde Quarzitschärfe. Achso, da gibt's einen Unterschied. Hoppala. Das Schwert haben wir gefunden, das nehmen wir so mit. Das passt auch so. Ah ja, ich muss dann auch noch was essen unterwegs. Halt, warte, jetzt kann ich es wegpacken. Was hat da hinten schon wieder großes rum? Let's see what we can find. Halt, warte, wir können auch in die Base gehen. Im Forschungsding können wir ja auch unser Zeug anschauen. Jetzt mal schon aber irgendwas zum... Surprisingly not terrible. Haben wir gleich zwei Dinger. Nein. Irgendwas zum Saufen? Da vorne, oder? Da ist was. Guten Abend, Klaus. Schauen wir mal weiter, dass man in einer dieser dämlichen Wolfsspinnen über den Weg laufen. Ah, Batman, guten Abend. Halt, falsche Richtung, da müssen wir hin. Analysieren, hier. Insektenbogen, nach dem habe ich gesucht. Tausammler. Pilzbrei. Und da gibt's nichts für echt. Danke. Alter, steck mich nicht so. Das dachte ich schon da. Da ist die Spinne oben und schaut blöd. Also eine von den Kleinen. Also was brauchen wir für den dämlichen Bogen? Da, der Insektenbogen. Spinnenfang. Oh mein Gott. Ich muss eine große Spinne töten. Fuck. Oh, fuck. Okay, zur Vorbereitung. Die Pfeile kommen... Ein Ding, Pfeile kommt raus, zwei reichen. Das kommt da rein, das kommt da rein.
Ich meine, ich hätte eine Möglichkeit, sie umzulegen, auf jeden Fall. Das wäre natürlich die typische viele Speere und los geht's. Ne, die Wolfsspinne kennt man nicht, also die bringt uns um. Oh, was ist da? Wasser. Nein, nicht wegrollen. Boah, das war ja gar nichts. Wir versuchen, eine von diesen Radnetzspinnen kalt zu machen. Ich hoffe, das reicht. Und ich hoffe, die gibt uns auch auf zwei und wir müssen nicht noch eine killen. Weil ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. Ey, da habe ich heute, nachdem, wo ich nachgeschaut habe, was man da für... was man so für Sachen noch bauen kann, weil mich jetzt dann interessiert. Alter. Die scheiß Spinnen können ja teilweise auch deine Bases hochlaufen, ne? Der hat so eine Treppe gemacht. Immer so eine Treppe hoch, eine Plattform, Treppe hoch, Plattform und so weiter. Die ist da halt einfach hochgelaufen. Die hat die ganze scheiß Plattform benutzt. Da sind wir so, wow, fuck. Scheinbar seit es einen Patch gab oder sonst irgendwas sind die nicht immer ganz so dumm. Gut ist, wir können jetzt ja auch mehr stacken. Schlaue Wolfsspinnen. Die Sau ist schon schlau genug, die braucht nicht noch schlauer werden. Ich meine... das hat man bei dem einen Ding gesehen, dass die KI schon ein ziemliches Arschloch ist. Indem sie die Wolfsspinne, die in der Nähe ist, genau zu mir geführt hat. Let's see what we can find. Da hinten hat sich doch was bewegt, ey. Was ist wieder... okay. Und dann mal die Schaufel weg und das Ding dann mal auch weg. Das können wir auch nicht brauchen. Den Rest können wir lassen. Den Faden brauchen wir auch nicht. Essen packen wir erstmal da rein. Und dann schauen wir mal. Kieselspeer. 5 Stück herstellen, 5 Stück herstellen. Jetzt habe ich 19 Stück. Essen. Nimm einen Bogen mit. Nimm einen Bogen mit. Verbrauchen. Verbrauchen. Trinken haben wir dabei. Das kann auch weg. Dann haben wir auf jeden Fall genug Platz fürs Essen. Das, was uns hochheilt. Dann müssen wir mal kurz schauen. Pack mal ein Essen da unten hin. Okay, wir haben nur Madenfleisch. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Naja, sie hat gewusst, wo ich bin. Sie ist dann aber bloß wieder abgehauen. Da ist die kleine Spinne. Hey, nee, war doch richtig, war Wolf. Hast du richtig geschrieben, Klaus? Wolfsspinne. Und wir müssen mal schauen. Es gibt scheinbar Rabenfedern, die man finden kann. Wir haben ja diesen großen Raben gesehen. Da sind überall auch kleine, ne? Ich bräuchte eine große.
Warte mal, Schild. Ey, du kleines Arschloch jetzt. Da hinten ist eine große, die will ich haben. That's not so bad. Da kommt die kleine wieder. Alter, ich hab halt voll Schiss vor denen, ne? Weil ich nicht weiß, wie wir gegen die kämpfen am besten. Bau die gerade das Netz? Fuck off, Alter! Ich mach dich jetzt kalt! Das war irgendwie enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, die halten viel mehr aus. Spinnenbrockennetz vor. Oh mein Gott. Ich bekomme keine Spinnenfänge. Die wollen doch nicht, dass ich eine Wolfsspinne kalt mache, oder? Der Vorteil bei der ist halt groß. Du triffst sie eigentlich fast immer mit einem Speer. Ist hier noch eine? Eine kleine? Da hinten ist eine große. Naja, gut, der epische Kampf hätte nicht lang gehalten. Ich meine, ich war mit zwei Schlägen komplett runter. Oder mit einem Treffer war ich über die Hälfte runter. Oder fast die Hälfte runter. Mich nervt bloß, dass ich nicht das bekommen habe, was ich gewollt habe. Fuck. Echt? Oh, ich kann den Nagel abschlagen? Rost. Sprenge. Alter! Leicht unfair, aber funktioniert. Auch wieder bloß Spinnenbrocken. Oh Gott, ich habe keine Dinger mehr. Hä?
Fuck! Ich krieg von der keine Spinnenfänge. Das heißt, ich muss eine Wolfsspinne killen. Ich muss für den fucking Bogen eine Wolfsspinne kalt machen. Aber hey, da ist einer von diesen Zähnen. Kann ich wieder was upgraden? Okay, jetzt ist halt wirklich nur die Frage, wie kill ich eine Wolfsspinne? Und ich habe nur 13 von meinen Dingern, warum? Ich habe doch 19 gehabt. Bombardierkäfer. Oh, das war nicht gut. Oh Gott. Die anderen nicht aufgesammelt? Oder war das bei einem anderen Kampf gegen die andere Spinne? Den kann ich nicht abbauen. Da sind 4 vermisste Kinder drauf. Auch nochmal welche. Scheinbar hat es nicht bloß uns erwischt. Da habe ich was gesehen. Da sind 2. Da sind wir schon bei 15. 16. Okay, was haben wir gelernt? Radnetzspinnen sind nicht sehr stark. Die können stark zuschlagen, aber ansonsten sind sie eigentlich gar nicht so schwer. Selbst die Großen nicht. Was haben wir Schlechtes gelernt? Die wollen, dass wir eine Wolfsspinne töten, ihr elenden Schweine. Damit wir diesen Fackstärker am Bogen kriegen, ey. Oh, mir fehlen trotzdem Sprösslinge jetzt, ne? Hä? Oh, mein Inventar ist voll. Also ich habe nur die Spinnendinger gekriegt. Und die Netze. Das ist halt nix, ne? Wie viel haben wir jetzt? 17. Ich meine, ich weiß, wo Wolfsspinnen sind, aber das kann halt richtig übel werden, ey. Richtig fucking übel. Ah, das sind Sprösslinge.
Ich meine, ich wüsste natürlich eine Stelle, wo ein Haufen sind, aber da... Das Problem ist, ich brauche die Wolfsspinne, damit ich einen neuen Bogen bauen kann. Das ist das Problem, Klaus. Ich will ja den neuen Bogen bauen, weil der viel stärker wie der alte ist. Doppelt so stark ungefähr. Mit Upgrades würde der echt viel rausmachen. Aber ich muss dazu das Ding machen, Inventar voll scheiße. Oh Mann. Das wird schlimm, das wird schlimm. Aber wir haben ein Ziel und wir werden es erreichen. Auf die eine oder andere Art. Glaube ich. Unser Essen gammelt bald weg. Okay. Und jetzt 19. Den Bogen geben wir bei der Wolfsspinne komplett auf. Den brauchen wir gar nicht benutzen, das können wir vergessen. Das können wir komplett raus tun. Da ist auch noch einer. So, jetzt haben wir 22 Dinger dabei. Wenn es dann nicht verreckt, dann weiß ich auch nicht. Die Dinger können wir raus tun. Was waren eigentlich noch? Ich konnte auch noch so Gegenstände bauen, so Sachen bauen, die irgendwie stärker machen. Ne? Magenschleimer, Gasschutz, heilt. Maximal Gesundheit, Ausdauer, genügsam, Kamel. Angriff plus. Spinnenfang. Danke. Überstunden. Schleppkapazität. Die maximale Ausdauer geht natürlich an. Ne? Pilz, rohes Läusefleisch, Eichelbrocken. Das könnte man machen. Dann haben wir mehr Ausdauer. Dann können wir mehr werfen. Wo ist Läusefleisch? What do we have lurking around out here? Soll ich diese Brocken hier nicht kriegen? Da. Da ist auch was. Du kleine Mistsau, jetzt bleib da! Wo ist der? Fuck. Ich meine, von hier aus könnte ich die blöde Wolfsspinne wahrscheinlich am einfachsten killen, ne? Weil hier oben die Dinger sind. Die Radnetzspinne hat das größte Problem, von der Entfernung zu killen, weil man ausweichen muss. Da ist noch eine Laus. Mist. Das kann ich wegschmeißen. Dunkeln ist halt scheiße.
Ja, da ist ein Glühkäfer. Da sind mehrere. Pilz brauche ich, shit. Ich hab die verbraucht, ne? Scheiße. Sind da wieder welche gewachsen? Einer. Den ich nicht mitnehmen kann. Shit. Fuck. Jetzt wird es natürlich dunkel, ne? Jetzt wo wir Pilze brauchen. Oh, warte mal, 4 war es. Einen haben wir, bräuchten aber noch einen zweiten. Da hinten ist ein Pilz. Okay, Ausdauertränke können wir machen. Und ziemlich still. Okay, ist eigentlich dasselbe, aber trotzdem. Wir müssen hier, glaube ich, mal aufpassen. Smoothie-Küche. Scheiße. Wow. Hätte man auch denken können. Da ist Smoothie-Küche. Sprössling, Eichelkappe, Madenschleim. Okay. Eichelkappe. Da. Sprösslinge fehlen uns, Madenschleim haben wir aber genug.
Fischsprösslinge werde ich hier nicht finden. Doch in die andere. Aber wir gehen jetzt, glaube ich, erstmal pennen. Dann hoffen wir mal, dass vielleicht eine gerade außen rumrennt und dann können wir die vielleicht platt machen. Oder sie uns. 60-40 für die Spinne. Das wird funny, das wird funny. Aphid on the move. Okay. Sprösslinge. Oh, die sind schon wieder gewachsen, sehr gut. So, jetzt haben wir genug für die Smoothie-Küche. Da sind überall wieder welche gewachsen. Boah, jetzt sind die Dinger da vergammelt, ne? Halt, weil du doch da warst. Herstellen. Sehr gut, sind wir zwei davon. Stapel einlagern, das kann auch weg, das ist weggegammelt. Smoothie mit Madenschleim, ja. Der erste Anlaufpunkt für uns wäre ja eigentlich die Höhle, wo die sich immer drin verkriechen. Und der Marienkäfer, wie er halt einfach durchlatscht. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei kommen, ist halt ziemlich hoch, ne? Alter, die Hummel, ne? Oh Gott! Das war nicht schlau, das war nicht schlau! Und das hat auch nicht sehr viel abgezogen, Alter. Kommst du nicht rauf? Kommst du? Die kann springen! Alter! Ich bin sowas von im Arsch.
Ich hätte meinen Bogen mitnehmen sollen, ne? Das ist die Frage, schaffe ich es dadurch? Oh mein Gott, ich bin tot. Warte, die will mich immer noch. Ich muss da hoch. Solange die mich nur anvisiert, heizt sie sich nicht. Kann eine Stunde dauern ungefähr. Und nein, ich schäme mich nicht dafür, das Spiel auszunutzen. Man schaut mir das Viech an. Als ob das Ding mir einen fairen Kampf gibt. Warte mal, kann es sein, dass Radnetzspinnen auch Wolfsspinnen angreifen? Nee. Weil die da unten schaut halt aus, wie wenn die... Bitte dreh dich nicht um, Alter, ich hab's doch fast. Mutationen der Giftresistenz. Ne, die ist so unglaublich festhängend irgendwie. Spinnenfang. Ich habe halt einen bekommen. Das heißt, ich muss noch eine zweite. Alter, was halt hier alles liegt. Wäre 17. Ja, aber Alter, hat das lang gedauert, ey. Wirst du mich verarschen? Ich habe halt einen bekommen. Und Gift. Ich muss ja schon was essen gehen, bevor ich die zweite kalt mache. Und was trinken. Alter Schwede, aber wir haben es geschafft. Das ist schon mal... irgendwo was rein tun hier. Spinnenfang haben wir einen. Smoothie. Ah nein, warte mal, Smoothie brauchen wir, den behalten wir. Spinnengift können wir reingucken. Spinnen auch schon aus wie alle anderen.
surprisingly not terrible. Das wird einfach mal so eine ganze Laus fressen, Alter. No? Wie lange dauert denn das? Fackel kann weg, Speer mit rein. Den Smoothie behalten wir. Trinken schaut gut aus. Trinken den mit raus. Speer. Speer. Hammer mit rein. Jetzt haben wir 21 Speere dabei. Lecker Laus am Spieß. Irgendwas zum Saufen in der Nähe? Ich meine, wir sind voll gefressen, wir sind gut genährt, aber wir müssen noch schnell was trinken, damit wir lang genug aushalten. Oh, das ist der Stinkekäfer. Lass mich in Ruhe. Aber Alter, dass die dumme Sau halt auch springen kann, ne? Da ist was. Okay, wir sind einigermaßen ausgerüstet. Wir haben eine besiegt. Dann sollte doch eine zweite auch gehen. Und dann bekommen wir einen besseren Bogen. Was magst du? Alter, wirst du mich jetzt verarschen? Wenn er hier hochkommt, bin ich so am Arsch, ey.
Jetzt stirb halt endlich! Oh. Nach einem Kampf gegen die ist halt immer alles voller Waffen. Alter, ich bin froh, dass du die Dinger nicht selber aussammeln musst. Also bis auf die Speere. Vor allem, das war halt so die perfekte Stelle. Gerade so, dass er mich nicht erwischt. Eieiei, hässliches Drecksvieh. Aber warte, haben wir jetzt die Höhle geklärt? Jetzt müssen wir doch in der Höhle was holen können. Wir haben 18 Speerdinger. Ich glaube, ein paar hat sie abgeschüttelt. Die sind weiter, weiß ich, vorhin geflogen. Sprüder, Alter, echt? Ist das euer fucking Ernst? Den spröden Quarziten, wo wir immer wieder gesucht haben, ist halt genau in der Höhle bei der Spinne, bei den großen Spinnen drin gewesen. Den, wo wir fürs Upgraden gesucht haben. Dann hätte ich gleich rausgefunden, dass man einen neuen Bauplan braucht, um Stufe 2 Werkzeug herzustellen. Ich dachte, du musst Stufe 1 Werkzeug auf Stufe 2 upgraden, damit es geht. Aber ich habe nirgends einen gefunden. Hä? Einen hat's da hergehauen, könnte es sein. Ist das ein Arschlochspiel? Genau in die Höhle der Wolfsspinnen. Wahrscheinlich, weil die schlafen, hörst dich wahrscheinlich reinschleichen können und das Zeug abbauen können. Da ist eine kleine Spinne. Da muss ich was sprengen, damit ich durchkomme. Okay. Wir haben das, was wir gewollt haben. Holy shit. Ich muss auch demnächst mal eine Hummel oder so killen. Ich meine, ich mag zwar Hummel. Die kleinen, freundlichen, dicken Brümmer, aber... Aber wir müssen sie analysieren. Aber halt, warte, bevor ich die baue. Wir haben einen Spinnenfang, wir haben ein Spinnengift. Sollten wir das erst zum Analysieren schicken? Na gut, dann gehen wir das Zeug schnell mal analysieren in der... Forschungsbasis und dann... Hey, und wir haben mal ein paar Tage Ruhe von unseren... vor den Wolfsspinnen hier in der Umgebung. Also außer natürlich die eine kommt wieder angewackelt vor der anderen Seite.
Was mir auch Sorgen macht, der Typ, der das mit der Wolfsspinne beobachtet hat, der wo das Video hochgeladen hat, verbreitet für die Brutmutter, ja. Wolfsspinne, Wanddeko. Echt? Du killst eine Wolfsspinne, bekommst die Dinger oder bekommst du eine Wanddeko dafür freigeschalten? Und Giftpfeile, gut, das ist wenigstens schon mal in Ordnung. Die Frage ist, kann man Giftpfeile mehrfach benutzen? Ne, der hat an der Wand, an so einer Steinwand, so eine Leiter oder so eine Rampenmauer, also Rampenstelle, so wie so eine Treppe nach oben gebaut halt, da wo die Wolfsspinne hochgelaufen ist, und dann hat der eben gemeint gehabt, naja, vor ihr hat er eigentlich weniger Angst, sondern was da oben ist. Man, what the fuck, Alter? Das ist eine fucking Wolfsspinne, Mann, die hält so viel aus, Mann. Du hast einen Speer. Und dann kommt die Aussage, ja, ich habe eben mehr Angst vor dem, was da oben ist. Dachte mir, wow. Wobei, sei mal ehrlich, wer weiß, was hier noch Schlimmes rumläuft. So. Insektenbogen. 1,5 mal stärker als der normale. Oh ja. Ups. Der Bogen kann rein. Den Bogen ausrüsten. Das kann weg. Lass uns mal schauen. Was brauchen wir zum Upgraden vom Bogen? Schleifstein. ...5% Schaden dazu. 10% Schaden dazu. ...15%. Also wir haben jetzt einen... ...fast 3er Schaden-Bonus... ...Bogen. Wie viel Muni haben wir noch? Oh, das ist viel. Wir lassen mal vor den Speeren einlagern. Einlagern, einlagern, einlagern. Zehn Stück da. So ein normaler Speer hat nicht mal ganz einen Balkenschaden. Also wir haben jetzt im Prinzip mit dem Bogen fast 3 Leisten Schaden, 2 Leisten Schaden mehr gegenüber vom Speer. Jetzt ist bloß die Frage, wie viel zieht der Speer im Werfen mehr ab? Das ist ein ordentlicher Schaden auf jeden Fall, aber eigentlich nicht so viel, wie ich gehofft habe. Hab ich das Zeug jetzt aufgesammelt bei der Vieh? Ja. Wir müssten, ja gut, man muss dazu sagen, wir haben mit dem Speer aber auch mehr Schaden ausgeteilt, weil wir diese Mutation haben.